Die Spur der Erinnerung ist ohne deine führende Hand verloren. Die Schlange angreifen. Deine Schwimmung schwindet, dass du dich der Schlange zuwendest. Sie stürzt auf dich zu, das Baum weit aufgerissen. Ihre Zähne fast einen halben Meter lang, blitzen im Sonnenlicht. Im letzten Augenblick wirfst du dich zur Seite, gerade als die Schlange ihr Maul zuschlägt. Du warst etwas zu langsam, eines der Hörner der Schlange schlitzt deinen Unterarm bis auf den Knochen auf. Du beißt ob der plötzlichen Schmerzen die Zähne zusammen und schlingst deine Arme um den Hals der Schlange, bevor sie sich umdrehen kann. Sie zuckt und windet sich wie wild, um dich abzuschütteln. Du hältst dich mit deiner Kraft fest, doch jedem Atemzug verlierst du Blut und wirst schwächer. Du tust das Einzige, was dir in den Sinn kommt. Du rammst deine Faust durch das Auge der Schlange und krebst deinen Arm so tief darin, wie er reicht. Die Schlange wirft sich vor Schmerzen unkontrolliert herum. Du kannst dich nicht länger festhalten. Du wirst durch die Luft gewirbelt und verlierst das Bewusstsein. Das Rennen. Wie konnte ich vergessen, was an jedem Tag geschehen ist? Gardor fliegt auf seine Hände. Ich erinnere mich jetzt, aber ich fühle mich noch nicht anders. Bitte, du musst den letzten Teil meines Helms finden. Ja. Ich habe zwei Teile von Gardors Refrain gefunden. Es fehlt noch ein einziger Teil. Gut. Ist ja nett, dass wir sehen, wo sich Teile verstecken. Warte, sind das der Jäger und die Jägerin, die ich gerade aus der Wolfshöhle gerettet habe? Könnte möglich sein. So, da sind die beiden. Dauert etwas, aber Tirs blickt auf, als du dich näherst. Talisa, Sodol hat mir erklärt, wie du ihn gerettet hast, aber ich kann es immer noch nicht recht glauben. Wenn ich mir vorstelle, all die Zeit über... You couldn't have known, Father. Everything that happened, it was my doing. I tried to free myself, but I... Du hättest es nicht wissen können, Vater. Alles, was geschehen ist, war mein Werk. Ich habe versucht, mich zu befreien, aber ich... Dafür ist noch genügend Zeit. Kümmern wir uns jetzt nicht darum. Ich hätte nie gedacht, dass hier nie gehofft, meinen Sohn nie wiederzusehen. Aber du hast ihn mir zurückgebracht. Ich kann dir keine Belohnung anbieten, die annähernd aufwiegen würde, aber ich hoffe, dass du das hier annimmst. Umhang der Frostjagd. Ich habe gern geholfen. Du bist hier immer willkommen. Mögen die Götter ihren Blick von dir abwenden. Von dir abwenden, Fremde, und möge dein Pfad frei sein. Yay, Quest, Gunst des Jägers abgeschlossen. Sie erweckten die Sterne hinzugefügt. Wen können wir anweisen? Eigentlich Sagani, oder? Was ist die Beschreibung? Die glaffatalischen Astronomen, welche die Liebhaberflut vorhersagten, die unseres Geschenk zerstörte... Verstecken ein großer ihrer Instrumente und Notizen aus Angst, sie könnten in die Hände der Edyrer fallen. Jahrzehnte nach dem Krieg entdeckten die Stämme die Arbeit der Astronomen wieder. Leider waren alle ursprünglichen Astronomen längst verstorben und ihre Schriften waren zu weiten Teilen in einem unbekannten Code verfasst. Zwei Vardianische Dukes haben eine Belohnung für den ausgesetzt, der den Code der Glafantaler knacken kann. Die Stämme gewähren zwar nur ungern Einblick in die Unterlagen, aber sie halten es für besser, das Wissen zu teilen, als es für immer verschlüsselt zu lassen. Weisen wir trotzdem Sagani an. Vielleicht kennt sie sich mit alten Dialekten aus. So, das haben wir abgeschlossen. Das war die Gunst des Jägers. Nachdem das Totem wieder zu Galloways Schrein gebracht war, konnte Suldrun sich wieder in seine normale Gestalt verwandeln. Er ist zu seinem Vater ins Dolmer zurückgekehrt. Es wird wohl eine Weile dauern, aber vielleicht können die beiden irgendwann Frieden finden. Ja, und das waren wieder Erfahrungspunkte. Gut. I'm here. Als nächstes gehen wir ins Wirtshaus und geben die Quest des Orlanders ab. Dann können wir noch mit der Matronin reden. Mit der Bürgermeisterin reden. Mit der Matronin der Oga haben wir schon geredet. Also der Bürgermeisterin. Mit der Bürgermeisterin reden und ihr sagen, dass die Oger Frieden geben.
hätte Suldro nicht verschont. Er sollte sich lieber von hier fernhalten. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Reisen. Ja, ja. Der hier wartet immer noch, dass das Klohäuschen frei wird. Ist das das Einzige hier im ganzen Dorf? So wie es aussieht, ja. Dörfler, Dörfler, hier rein. Oh, und ich habe ganz gar nicht gesehen. Du, jetzt hat einen Stufenaufstieg. Ein Punkt in Athletik, Wissen hat er mit 10 genug. Genauigkeitsbonus. Das ist nur für den Priester. Ermächtigtes Verbot. Und inspirierende Flamme. Nee, nicht unbedingt. Dann lieber ein inspirierender Glanz, würde ich sagen. Gut. I'm here. Ja, du bist erst jetzt 14 geworden. Absolutely. Any progress with Devala? Gibt es etwas Neues von Devala? Sie sagte, du hättest dich freiwillig verpflichtet und du hättest bei der Flucht einen Jungen getötet. And I thought you were going to get rid of Devala, not sell me out to her. Seine Pupillen verengen sich zu dünnen Schlitzen und ich dachte, du würdest den Faller loswerden, nicht mich an sie verkaufen. Er atmet tief durch, aber seine Augen ruhen noch immer auf dir. What she said is true. I had a gambling problem when I was younger. I've paid 7 years of my life for it. I won't pay any more. Sie sagt die Wahrheit. Ich hatte Spielschulden. 7 Jahre meines Lebens habe ich dafür bezahlt, aber jetzt ist Schluss. As for the boy, I didn't want to hurt him. But he saw me as I was sneaking out of the stockade. Was den Jungen angeht, ich wollte ihm nicht wehtun, aber er hat mich gesehen und als ich mich aus der Palisade geschlichen habe. Er lässt die Schultern sacken und sein Blick schweift ins Leere. Er schüttelt den Kopf. I wish it had gone differently. But I'd do it again. Anything to keep from getting sent back to that place. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, aber ich würde es wieder tun. Alles nur, um dich wieder dahin zurück zu müssen. Er blickt dich wieder an und macht einen Schritt zurück. Ja, ich habe sie schon getötet. Oh, thank the gods. Every last one of them. I never thought I'd see this day. Erleichterung macht sich in seinem Gesicht breit. Die Götter seien Dank jedem Einzelnen von ihnen. Ich dachte, ich würde diesen Tag niemals erleben. And thank you most of all. Here, take this. And tell Hafrick that he can keep the rest of the week's fee. I'm off. Und danke, vor allem danke, hier nimm das und sag Hafrick, dass er den Rest für die Woche behalten kann. Ich verschwinde. Ja, irgendwelche bösen Sachen jetzt? Nein. Dafür ist aber nicht länger erwünscht abgeschlossen. Ich habe mich in Einefs Auftrag um die Slavenjäger gekümmert. Er hat sich bei mir bedankt. Durgang Kupferarmband erhalten. Durgans Batterie ist zwar hauptsächlich für ihren Stahl bekannt, doch die Raffinerie haben sich äußerst hochwertigen Kupfer produziert, das hier in die Herstellung von Münzen, Kunstwerken und Schmuck verwendet wurde. Dieses Kupferarmband ist typisch für den Schmuck aus der Hochzeit der Batterie. Ah, und den Umhang. Fernkampfschaden, Genauigkeit gegen Wildtiere, Schadensreduktion. Das wäre was für Sagani, sobald wir sie wieder dabei haben.
Ring der Befreiung bringt nicht wirklich was. Und das ist einfach nur ein Schmuckstück, was wir als Erinnerung behalten. Got rid of that little fella, eh? Take this with my thanks. Didn't need his trouble around here. Du bist das kleine Kerlchen losgeworden, ja? Hier als kleiner Dank. Den Ärger mit ihm konnte ich hier nicht brauchen. Anyway, what brings you back? Gerade nichts, danke. Wir haben einen Opal gekriegt von ihm. Auch nett. So, dann gucken wir jetzt mal unsere Quests durch. Erstmal hier unten. Das ist der Helm, den wir finden müssen. Das sind die Sachen bei Durgards Batterie. Das ist noch gar nichts. Okay, dann haben wir hier oben Quest. Seine bessere Hälfte, das ist das mit dem Drachen. Mit dem will ich mich noch nicht anlegen. Eine große Ladung finden wir in der Nähe von Durgards Batterie. Das war ja die eine Expeditionsteilnehmerin. Last der Erinnerung ist Maneas Quest. Handel mit Reue müssen wir den Ondra-Tempel. Edler Tropfen müssen wir Durgards Batterie. Und das sind die Nicht-Weißmark-Quests. Yes? Hast du was What Neues do you need zu sagen? Was brauchst du von Zahur? Nichts. Lass uns weiterziehen. Okay. So, dann heißt es hier runter zum Ondra-Tempel. All that time fighting upon the sea. Oh, you must have some great stories. The rot gut and cannon blasts knocked most of them out of my head. Those were good days. You ought to meet my sister. Where in Rawatai are you from, anyway? Little coastal town. Definitely no cannons or rot gut there. Oh. Kada und Manea unterhalten sich. Kada fängt an. All die Zeiten auf dem Meer, du hast gewiss viele Geschichten zu erzählen. Darauf Manea. Der Fusel und der Kanonenbeschuss haben die meisten aus meinem Kopf gefegt. Das waren glorreiche Zeiten. Kada, du solltest mal meine Schwester kennenlernen. Woher aus Rautai stammst du eigentlich? Aus einer kleinen Küstenstadt. Kanonenbeschuss und Fusel gab es dort nicht. So, dann mal sehen, was die Ondra-Priester hier zu der Sache mit den Steinkisten zu sagen haben. Zauberweber und Schildträger. Lass mich in Frieden. Du bist zurück. Wie kann die Göttin dir helfen? Du fürchtest also, dass ein Gabenbringer in Schwierigkeiten steckt? Woher weil die Priesterin reißt den Kopf herum? Eine Ader pulsiert blau an ihrer bleichen Schläfe. Unwürdig, früher oder später hätte das Dorf es herausgefunden. Lafter wendet sich dir zu. Ja, es ist wahr. Wir fürchten, dass unser Gabenbringer in Gefahr ist. Banditen lauern auf den Straßen und pesten rund um Durgards Batterie auf Reisende und... Ich gebe es ungern zu, aber Ixtli ist mit Opfergaben an die Göttin aufgebrochen und nur Gabenbringer wissen, wo diese fortgeworfen werden. Ich habe eure Kisten gefunden, es waren nur Steine darin. Ah, dann hat es wohl keinen Sinn mehr, diese Scharade fortzuführen. Ihre Komplizen ziehen ihre Klingen. Aber wir sollten nichts überstürzen, sie hebt eine Hand. Die Diebe halten ihre Waffen weiter auf dich gerichtet. Ja, wir haben etwas vorgegaukelt, aber tun unsere Priester das nicht auch? Dorfbewohner und Reisende geben uns Dinge, die sie vergessen wollen. Wir lassen sie verschwinden, ist das nicht das Gleiche? Wir sind keine Mörder, wir würden diesen verfluchten Ort liebend gerne hinter uns lassen. Lafter deutet auf ihre Komplizen. Es muss doch kein Blut fließen. Ich will dir gerne helfen, dein Auge zuzudrücken. Sie blickt dich intensiv an. Was schlägst du vor? Ich will nichts von euch, aber ich werfe euch auch nicht den Dorfbewohner zum Fraß vor. Kommt nicht in Frage, ich lasse die Dorfbewohner entscheiden, was mit euch geschehen soll. Was schlägst du vor?
Einen einfachen Handel. Du behältst unser kleines Geheimnis für dich und wir teilen einige unserer Opfergaben mit dir, ehe wir verschwinden. Quexel hat die Erbstücke des Zwerges wieder mitgebracht. Auch die kannst du haben. Gut, ich will hier drin kein Blutvergießen anrichten. Und wenn sie einen Teil zurückgeben und verschwinden, soll es mir recht sein. Deswegen einverstanden. Die Erbstücke noch ein klein wenig obendrauf und ihr dürft gehen. Klug, die meisten Geschenke, die die Göttin erhält, sind leider wenig wert. Manchmal aber gelingt es uns,